ist echt uncool. Absolut uncool. Wow, was du... Ihr bringt den ganzen Berg zum Einsturz. Aber denen ist vollkommen egal, was passiert, weil sie nur eine paranoide Projektion auf der Geistebene sind. Ich hasse es, alles zu wissen. Wer ist da? Komm raus! Deine Tarnung ist echt schwach, Alter! Wow. Entweder lag ich mit der Tarnung gerade voll falsch oder ich kämpfe gleich gegen ein zehnäugiges Monster. Verdammt! Ich hab mit der Tarnung voll falsch gelegt! Sieht nicht gerade nach einer großen Herausforderung aus. Reine Zeitverschwendung. Aber hier muss jemand sein, der sich um die Fackeln kümmert. Du heiliger Gullideckel! Was willst du? Was ist deine Lektion? Ist doch egal. Denn du hast bereits versagt. Shredder! Ohne deinen Meister bist du zu schwach, um zu stehen. Du kannst dich kaum auf den Beinen halten. Ja! Okay, Mikey, was hat dir Meister Splinter gesagt? Sei so ruhig und stark wie der Wald. Nicht jetzt, Kätzchen! Lenk mich nicht ab. Wenn ich mich konzentriere, gewinne ich am Ende. Muss konzentrieren mich total. Ich muss stark wie der Berg sein und standhaft bleiben. Und da heißt es, du wärst der cleverste von euch? Ich bin doppelt so groß und sicher dreimal so stark wie du. Du wirst versagen! Sei stark wie der Berg. Atmen, Rev. Splinter hat recht. Ich muss die Kraft meines Zorns unter Kontrolle bringen. Nur so schaffe ich es, sie für mich zu nutzen. Na, gehen wir nochmal schwimmen? Ich wette, dein Spielzeug funktioniert nicht so gut unter Wasser. Ha! Adios! Es wird Zeit, das zu Ende zu bringen. Turtle. Da hast du recht. Ich habe dich hier besiegt und irgendwann schaffe ich das auch in der realen Welt. Ich bin bereit. Sensei! Sensei! Schnell, hol ihn da raus! Schon okay. Alles ist gut. Es muss doch einen Weg geben, zu ihm durchzudringen. Warte, du hast doch auch vor kurzem die Jungs erreicht, also in ihren Träumen. Womöglich kriegst du das ja nochmal bei Splinter hin. Du weißt schon, das mit dem Gedanken verschmelzen. Basierend auf meiner Forschung über Telepathie wäre das möglich. Ein Versuch wäre es zumindest wert. Was ist das?
Was? Tötet? Ihr? Ihr wurdet doch alle vernichtet. Ich werde dich gleich mal vernichten. Passt auf! April, versuch Splinter aufzuwecken. Oh nein, vergiss es! Halt an, Buzzkill! Sorgen wir für Chancengleichheit! Bei der Mutter aller Mutationen. Gefallen euch meine Schredder-Mutanten? Sie sind ausgezeichnete Wachhunde. Diese Typen sind voll gepanzert. Oh nein. Als würde man gegen einen vierarmigen Müllkipper kämpfen. Halt still, du kleine Zuchtgarnele. Splinter? Wacht auf, Splinter! Ihr seid keine Ratte. Ihr seid Hamato Yoshi. Kommt schon, Meister Splinter. Kommt wieder zu euch. Ich mach das Feuerlöckchen. Meister Splinter! Seht mich an. Meister Splinter? Sensei? Meine Söhne. Ihr seid wieder zurück. Ich kann's kaum fassen. Wie sehr habe ich euch vermisst, meine Söhne. Und auch den Rest meiner Familie. Gut, nur bitte versucht nie wieder mein Gesicht fressen zu wollen. Donnie, sind wir hier wirklich richtig? Ich habe vorhin ein paar Spionagekakerlaken auf Steranko platziert. Die meisten davon hat er weggefuttert, aber eine davon ist noch übrig. Ja, die sind definitiv alle da unten. So, so. Der Dieb, der mich bestohlen hat, will mir also einen Deal vorschlagen. Wo ist Karai? Wenn du uns sicher aus der Stadt bringst, kriegst du das Mädchen. Sind wir im Geschäft? Ich mache keine Geschäfte. Aber vielleicht lohnt es sich, diesmal eine Ausnahme zu machen. Gebt mir Karai und ihr beide kommt lebend aus dieser Stadt raus. Lasst sie frei! Und ich lasse euch alle lebend von hier verschwinden!
Wattestäbchen! Ihr habt keine Chance gegen mich. Da irrst du dich aber gewaltig. Erspar dir den Schmerz. Gib sie mir und deine Qual hat ein Ende. Greif an, biosartige, schlanke Frau. Elender Feigling. Sehr gut. Gib alles, was du hast, du Fischstäbchen. Du redest zu viel. Und das soll was heißen, wenn ich das sage. Ja, Chamon, Chamon. Schon besser. Endlich kann ich mir wieder beim Denken zuhören. Karai! Karai! Karai, du musst von hier weg. Schnell, lass dich nicht von ihnen fangen. Komet. Komet. Komet? Was soll das bedeuten? Oh nein, meine Tochter! Sie ist nicht deine Tochter! Ich habe sie aufgezogen, für sie gesorgt. Sie ist fein! Was? Dafür muss jemand büßen. Bringt sie ins Stockmans Labor. Was ist da eben gelaufen? Wir hatten sie doch. Es war zu gefährlich für sie, Raph. Wir finden sie wieder. Und sie gab mir einen Hinweis, wo wir sie finden. Sie zeigte nach Osten und sagte Komet. Anton Zack wird zuerst mutiert, weil er den Kuru Kabuto gestohlen hat. Können wir nicht vernünftig drüber reden? Dein Tier ist äußerst passend. Also ganz vernünftig betrachtet bin ich für dich ja wohl nützlicher als normaler Mensch, nicht als Mutant. Jetzt! Jetzt! Oh je, irgendwie fühle ich mich nicht so gut. Oh, Nils, seht mich an! Die haben uns beide zu Freaks gemacht!